Diverse Militärexperten sind sich einig, Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, schwebt in akuter Lebensgefahr. Das haben unter anderem der Ex-NATO-General Philip Breedlove und der Ex-US-Botschafter der NATO, Kurt Volker, betont. So werde der Putschversuch Prigoschins nicht ohne Folgen bleiben. Auch der darauffolgende Deal mit Kreml-Führer Wladimir Putin könnte letzten Endes ein Todesurteil für Prigoschin sein. Prigoschin hatte mit seinen Söldnern die russische Stadt Rostow am Don besetzt und hatte seinen Kämpfern anschließend befohlen, in Richtung Moskau zu fahren. Durch einen Deal mit Putin, der Prigoschin und seinen Männern Straffreiheit gewähren soll, konnte der Aufstand abgewendet werden. Prigoschin soll sich aktuell in Belarus aufhalten. Wie sich die politische Situation in Russland weiterentwickelt, ist schwer zu sagen.